Dies ist ein Gedenken an Dresden, an die Stadt, die wir ob ihrer Heiterkeit liebten und die all denen ans Herz gewachsen war, die je hier weilten. Aber auch wer Dresden bisher nicht kannte, wird mit uns ergriffen sein über den Verlust dieser einzigartigen Stadt, die am 13. Februar 1945 in einem unvorstellbaren Feuersturm verglühte. Zutiefst erschüttert stehen wir vor den Trümmern dieser einst so lebensvollen Stadt, deren zerstörte Schönheit noch einmal auferstehen soll. Aus einem kleinen Fischerdorf an der Elbe entstand die Stadt Dresden. 1206 wird sie zum ersten Male erwähnt. Schon damals überspannte den Elbestrom eine steinerne Brücke. Später vereinigte sich das linksufrige Dresden mit der alten Gründung zu einer gemeinsamen Stadt. Durch die Wettiner wurde Dresden zur Residenzstadt erhoben. Von Vater August an haben diese Fürsten Dresdens Entwicklung stetig gefördert. Aber erst durch August den Starken wurde die Schönheit des Dresdner Stadtbildes endgültig geprägt. Durch ihn und seinen Sohn entstand diese besondere Dresdner Atmosphäre. Sie machte Dresden zum Sammelpunkt schöpferischen Geistes. Dresden zu einem Juwel, das alle Welt mit Bewunderung erfüllte. Und nun bitte einsteigen zum Wiedersehen mit Dresden. Die Brühlsche Terrasse mit der Kunstakademie. Frauenkirche. Im Hintergrund der Rathausturm. Davor das Landtagsgebäude. In der Mitte das Georgentor. Und rechts die Hofkirche. Der Zwinger. Musik.
Dieses Wunderwerk aus sächsischem Sandstein schuf im Auftrage seines prunkliebenden Fürsten der fantasievolle Barockarchitekt Daniel Pöppelmann. In diesem monumentalen Festhof fanden einst prächtige Aufzüge und Maskeraden statt, wie sie die Prachtentfaltung Augusts des Starken liebte. Den verschwenderischen Figuren und Plastikenschmuck schuf der Bildhauer Balthasar Permoser. In geradezu überquellender Fülle belebte er diese heitere Architektur. Der besondere Reiz des Zwingers bestand im harmonischen Zusammenspiel von Architektur und Wasser, das hier im Nymphenbad seinen Höhepunkt fand. In einer Glücksstunde der Kunst entstanden, blieb der Zwinger über Jahrhunderte hinweg ein Festplatz großartigsten Ausmaßes. Die Zwinger-Pavillons füllten sich im Laufe der Zeit mit wertvollen Sammlungen. So das älteste mineralogische Museum der Welt, die berühmte Porzellansammlung und der mathematisch-physikalische Salon. Mit fast 2000 Wunderwerken der Feinmechanik und aus den Gebieten der Zeitrechnung galt er als die älteste technische Sammlung. Dieses prunkvolle Deckengemälde von Hofmaler Louis de Sylvestre stellt einen Hymnus auf die schönen Frauen des Dresdner Hofes dar. Mit August dem Starken und der Gräfin Kosel als strahlendem Mittelpunkt. Zwingerhof schloss eine berühmte und viel bewunderte Sammlung, die Dresdner Gemäldegalerie. Ihr größter Schatz war die Sixtinische Madonna von Raphael. In einem besonderen Raum strahlte sie all ihre Lieblichkeit und göttliche Majestät auf den ergriffenen Beschauer aus. In der Dresdner Gemäldegalerie befand sich der künstlerische Reichtum Europas. Von Rubens, Meleager und Atalante. Und Satyr und Tigerin. Das Selbstbildnis Rembrandts mit Saskia. Von Veronese, die Hochzeit zu Kana. Die Madonna von Murillo. Correggio, die büßende Magdalena. Die schlummernde Venus von Giorgione. Tizian, der Zinsgroschen. Die Kupplerin von Vermeer van Delft. Lyotard, das Schokoladenmädchen. Der Brautzug von Ludwig Richter. Die Überfahrt am Schreckenstein. Von Caspar David Friedrich, das Kreuz im Elbgebirge. Und
ungezählte weitere Schöpfungen aus verschiedenen Jahrhunderten. Die Altstädter Wache. Gottfried Schinkel erbaute sie im klassizistischen Stil. Der Theaterplatz mit der Oper. Dieses festliche Haus errichtete Manfred von Semper nach den Plänen seines großen Vaters. Mit der Dresdner Oper sind viele berühmte Namen des Musiklebens verbunden. Karl Maria von Weber leitete hier eine neue Epoche der deutschen Oper ein. Mit Hofkapellmeister Richard Wagner begann ein entscheidender Abschnitt im europäischen Musikleben durch die Uraufführungen von Der fliegende Holländer und Tannhäuser. Alle bedeutenden Werke von Richard Strauss fanden in Dresden ihre Uraufführung. Aus seinem schönsten Werke, dem Rosenkavalier, wird noch einmal das Terzett erklingen. Gesungen von Maria Cebutari, Martha Fuchs und Elsa Wieber. Mit Karl Böhm am Dirigentenpult. Den weiträumigen Opernplatz umrahmten Gebäude mit bekannten Namen. Hotel Bellevue, das italienische Dörfchen, die katholische Hofkirche und das Schloss. Der gewaltige Schlossturm überragte alle anderen Türme der Stadt. Der große Schlosshof. Mit den reich geschmückten Treppentürmen war er ein bedeutendes Werk deutscher Renaissance-Künstler. Im Schloss befanden sich prunkvolle Festsäle, der Ballsaal mit Tausenden von Kerzen und der große Saal für die festlichen Empfänge des Hofes mit wertvollen Wandteppichen aus sächsischen Webereien. Im Turmzimmer des Schlosses war eine kostbare Sammlung zu bewundern mit seltenen Porzellanen aus Japan, China und Altmeißen. Thank you.
An der Außenwand des Stallhofes war ein prächtiger Fürstenzug dargestellt. Auf 25.000 Meißner Porzellantafeln zeigte er in einem Riesenfresko die Hauptträger der sächsischen Geschichte. Auf dem großartigen Turnierplatz des Stallhofes wurden ritterliche Spiele abgehalten. Diesen Namen kannte die ganze Welt. Seine originelle Bezeichnung stammte vom grünen Anstrich des Zimmers, das den Silberschatz der Wettiner aufgenommen hatte. Das grüne Gewölbe war die größte europäische Schatzkammer und von nahezu märchenhaftem Glanz. Ihr realer Wert wurde auf über 40 Millionen Mark geschätzt. Der ideelle Wert war unschätzbar. Nicht allein ihrem Werte oder ihrer Größe nach blendeten die hier bewahrten Kostbarkeiten. Sie fesselten vor allem durch ihre höchst kunstvolle Verarbeitung. Im Auftrage Augusts des Starken schufen Künstler höchsten Ranges unvergleichliche Köstlichkeiten. Allein an diesem Hofhalt des Großmogul arbeiteten die drei Brüder Dinglinger 8 Jahre lang mit 14 Gehilfen. Heute sind diese märchenhaften Schätze in alle Winde verstreut. Katholische Hofkirche. Dieses strahlende Gotteshaus erbaute Chiaveri in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Seine schwungvoll bewegten Balustraden zieren 78 Heiligenstatuen. Von der Hofkirche öffnet sich der Blick über die Augustusbrücke nach der Neustadt. Am Ende der baumbestandenen Hauptstraße, am Albertplatz, stand Dresdens einziges Hochhaus. In dieser Achse begegneten sich das moderne und das alte Dresden. August der Starke war der Schöpfer dieses Stadtteils. Er ließ Alt-Dresden nach einem Brande als Neustadt wieder auferstehen. Das Blockhaus, erbaut von Festungsbaumeister Longlün. Mit dem Aufbau der Neustadt entstanden vielstöckige Barock-Bürgerhäuser. Am Ende dieser Gasse lag Theodor Körners Geburtshaus. Es wurde zur Erinnerungsstätte für den Nationaldichter und Freiheitshelden. Im Hause der Familie Körner bildete sich ein Mittelpunkt geistigen Lebens. Hier trafen sich viele Gäste, zu deren berühmtesten neben Mozart auch Goethe und Schiller zählten. Für sein japanisches Porzellan
erbaute August der Starke das sogenannte Japanische Palais. Später brachte man die Sächsische Landesbibliothek darin unter. Sie war nicht nur wegen ihres ungeheuren Umfanges von über einer 500.000 Bände bekannt, sondern vor allem wegen ihrer bibliophilen Kostbarkeiten von einmaligem Wert. Die wertvollsten waren die Bilderhandschrift des Sachsenspiegel, Albrecht Dürers Skizzenbuch, die eigenhändige Meisterliedersammlung von Hans Sachs, die Urschrift der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach und die Maya-Handschrift. Zurück nach der Altstadt. Das war Dresdens Dom, die Frauenkirche. Einst beherrschte sie mit ihrer gewaltigen Steinkuppel das Stadtbild. Sie war Dresdens Wahrzeichen. George Behr schuf mit der Frauenkirche die vollendetste Ausdrucksform des deutschen Barock. Auf Silbermanns Meisterorgel wurde sie durch Bach eingeweiht. Feine Salonstadt, sagte Goethe, als er im langen Überrock von der Laterne der Frauenkirche auf Dresden herabschaute. Und eine feine Salonstadt blieb Dresden bis zur letzten Stunde. In das pulsierende Leben am Verkehrsschnittpunkt des Altmarktes zauberten die gemütlichen Blumenfrauen eine heitere Note. Das Altstädter Rathaus. Der Altmarkt. Man sieht diesem weiträumigen Platz nicht an, dass er in Dresdens Tragödie eine besonders schmerzvolle Rolle spielen sollte. Links neben der Kreuzkirche schaut der Rathausturm hervor. Von seiner Höhe bot sich ein einmaliger Blick über die anmutige Stadt, die mit Recht Elbflorenz genannt wurde. Höchste Persönlichkeit, der Rathausmann. 6 Meter hoch ragt diese goldene Figur. Daran kann man die Größe dieses monumentalen Rathauses ermessen, das von Karl Roth auf den ehemaligen Festungsmauern in modernen Barockformen erbaut wurde. Prager Straße verlockte zum Bummeln und Einkaufen. Sie war die eleganteste Dresdner Geschäftsstraße. Dresden galt als eine Gartenstadt von Ruf. Seine schönste Parkanlage mit würdevollen Baumriesen war der Große Garten.
Johann Georg III. Ließ dieses italienische Gartenpalais errichten, mit seinen breiten Treppen, dem säulengeschmückten Saal, den Porträtbüsten und den sinnenfreudigen Plastiken verbreitete seine geradezu südliche Heiterkeit. Die Flora-Vase von Corradini. Zeit raubt die Schönheit. Kentaur entführt Nymphe. Das Deutsche Hygienemuseum verdankt seine Entstehung Karl August Lingner. Seine berühmte internationale Hygieneausstellung im Jahre 1911 zog die Blicke der ganzen Welt nach Dresden. Karl August Lingner versuchte eine völlig neue Darstellung der volkstümlichen Hygiene. Er stellte den Menschen in den Mittelpunkt. Durch diesen lebendigen Anschauungsunterricht wurde ein erfolgreicher Weg der sozialhygienischen Volksbelehrung beschritten. Vorbildlich für die ganze Welt. Den Höhepunkt des Deutschen Hygienemuseums bildete der gläserne Mensch. Aufwärts, an den Loschwitzer Hängen, liegen die Albrechtsschlösser. Zwischen Blasewitz und Loschwitz überspannt die erste Hängebrücke Europas den Elbstrom. Ihres Anstrichs wegen nannte sie der Volksmund das blaue Wunder. Jenseits der Elbe liegt Blasewitz. Schiller machte es mit seiner Gustl unsterblich. Der Luisenhof und die Höhen des Weißen Hirsch, dessen berühmte Sanatorien Gäste aus aller Welt aufsuchten. Wir kehren noch einmal nach Dresden zurück. Das Philharmonische Orchester unter Paul van Kempen erwartet uns zur Zwingerserenade. Musik.
Unvergesslich das nächtliche Dresden. Die Faune und Nymphen des Zwingers erwachten zu barockem Tanz und die beschwingten Heiligen auf den Balustraden der Kirchen schwebten geradenwegs in den Himmel. Unvergesslich auch das winterliche Dresden mit seinem Weihnachtszauber, den der vielhundertjährige Striezelmarkt besonders innig ausstrahlte. Mit dem liebenswerten erzgebirgischen Spielzeug, mit drolligen Pflaumentoffeln und schmackhaften Pulsnitzer Pfefferkuchen. Aber auch mit köstlichen Weihnachtsstollen und mit den hellen Kinderstimmen des Dresdner Kreuzchors. Und damit nehmen wir wehmutsvollen Abschied von Dresden. Wer diese unvergleichliche Stadt kannte, wird sie nie vergessen.